Moin. Ich starte Replicator G, möchte irgendwas machen, Offset setzen, irgendwas, keine Ahnung, aber der olle Drucker will sich nicht verbinden. Ja, das müsste dem ein oder anderen CTC-Besitzer bekannt vorkommen. Was das jetzt bedeutet, was das hier für ein Problem ist, werde ich jetzt mal ihm erklären. Wenn man sich einen CTC kauft, wird einem empfohlen, Replicator G oder MakerBot zu installieren. MakerBot deswegen, da der CTC ein Nachbau des Replicator Dual ist. Und ich habe mich damals nach dem Kauf meines ersten CTCs für MakerBot entschieden, da MakerBot einfach um Welten moderner aussieht und ich einfach die Optik von Replicator G damals nicht mochte. Aber ich habe dann halt schnell festgestellt, dass ich Replicator G brauche, dringend brauche für mein CTC, wenn es halt um Firmware-Updates geht oder Offsets einstellen. Das funktioniert halt einfach nur mit Replicator G. So, ich starte Replicator G. Wie man hier sieht, der COM-Port 7 ist already in use, das taucht hier unten in der Infobox auf. Hier oben steht es auch nochmal. Ja, und jetzt fängt man an zu suchen, was kann hier der Fehler sein. Vorher sollte man eben schnell im Gerätemanager gucken, ob das Mightyboard da ist. Bei mir ist es dann da. Äußert sich schon alleine dadurch, dass hier auf COM 7 versucht, sich mit dem Board zu verbinden. Hier ist auch der richtige COM-Port eingestellt. Unter Machine Type ist der Replicator Dual eingestellt, der Sailfish in meinem Fall, da ich ja Sailfish installiert habe. Ja, was ist jetzt das Problem? Das Problem ist hier MakerBot. In 95% der Fälle ist es immer MakerBot. Was macht MakerBot da? MakerBot hat einen sogenannten Background Service. Das heißt, der Drucker ist im Hintergrund, auch wenn MakerBot geschlossen ist, immer mit dem Drucker verbunden. Und das kann man jetzt hier mal eben sehen. Wenn man im Task Manager ein bisschen runterscrollt, kann man unter Hintergrundprozesse MakerBot finden. Die MakerBot Software, hier oben ist sie. Und da ist dann in dieser Software ein Service aktiviert. Wenn man den jetzt einfach mal beendet, den Task, kann man sehen, dass man sich bei Replicator G ganz normal verbinden kann. Es gibt auch das Problem, und das habe ich selber auch schon gehabt, dass einfach die USB-Kabel, die mitgeliefert werden, ja, Müll sind, die am besten dann direkt austauschen. Gut, dann trenne ich mich bei Replicator G und öffne einfach mal die MakerBot-Software. Man sieht, der Background-Service ist jetzt nicht an, da ich den gerade eben geschlossen habe. Wird auch nicht automatisch gestartet, wenn man die MakerBot-Software jetzt zwischendurch einmal öffnet. Dieser Service wird nur beim Neustart des PCs aktiviert. Das heißt, ich kann mich jetzt einfach so wieder verbinden, da dieser Service nicht da ist. Dann trenne ich den Drucker nochmal. Dann öffne ich nochmal die MakerBot-Software. Dann kann ich den Background-Service einmal refreshen. Man sieht man, der Creator FF Dual wurde hier erkannt, der Bauraum hat sich eingestellt, somit ist mein Drucker jetzt mit MakerBot verbunden. Jetzt schließe ich die Software einmal und dann kann man sehen, der Service ist immer noch da. Also die MakerBot Software ist geschlossen, aber dieser Service ist noch aktiv. Und jetzt kann ich mich auch nicht mit Replicator G verbinden. Also den Task wieder schließen und dann kann man sich mit Replicator G auch ganz normal verbinden. Das war's dann für heute auch schon und das nächste Video wird dann endlich zu der Dauerdruckplatte sein und danach kommt dann ein Video zum Düsenwechsel. Gut, bis dann.